Das IPH wurde 1988 aus der Leibniz-Universität heraus gegründet, mit dem Ziel, anwendungsnah zu forschen. Gerade die Transformation von Wissen aus der Forschung in mittelständischen Unternehmen, das ist unser Ziel. Wir forschen in den Bereichen Produktionstechnik, Produktionsautomatisierung und Produktionslogistik. Ich selber bin Projektingenieur in der Abteilung Produktionslogistik und erforsche die Bereiche Supply Chain Design und ERP-Systemauswahl. Im Rahmen unserer Arbeit des Kompetenzzentrums Hannovers, wo wir aktiv mittelständische Unternehmen dazu befähigen, Industrie 4.0 anzuwenden oder IoT anzuwenden, merken wir zwei Haupttreiber. Das eine ist zum Beispiel die Bottom-up-Strategie oder die Treiber, das sind die Werker selber, wollen ihre Handys, ihre Smartphones, ihre Smart-Devices in der Produktion nutzen. Sie merken selber, die Produktion ist bei Industrie 3.0, 2.0 und sie kommen aus einer hochdigitalisierten Welt und wollen das auch in ihrer Fertigung weiter nutzen und sehen die Vorteile von IoT in der Produktion. Das ist ein Treiber. Ein weiterer Treiber ist von den Geschäftsführern, die gerne ihre Organisationsstruktur umarbeiten wollen, dort innovativ von oben, also die Top-Down-Strategie, durch die Einführung von neuen ERP-Systemen, MES-Systemen, Daten nutzen, Kennzahlen, schneller zu werden, innovativer, flexibler. Das sind so die Haupttreiber für den Einsatz von IoT. Ja, die Potenziale von Industrie 4.0 oder IoT-Devices sind meiner Meinung nach die steigende Flexibilisierung dadurch, die Beherrschung von Variantenvielfalt, die Transparenz in der Fertigung, Prozessoptimierung, gerade bei der Fragestellung, wie können auch ältere Mitarbeiter neue Herausforderungen bewältigen, können diese IoT-Geräte oder Devices wie Pick-by-Light unterstützen und den Werker auch in die Industrie 4.0-Zeitalter überführen. Also eine weitere Chance für KMUs sehe ich dadurch, dass sie agile Prozessstrukturen haben, also schnelle Entscheidungswege, können sie bei der Einführung von Industrie 4.0 schneller agieren als große Unternehmen und so die Lücke zu den großen Unternehmen schließen. Viele Wearables oder Handhelds, die als IoT-Devices gelten, haben jetzt die aktuelle Marktreife erreicht, um wirklich aufwandsarm, sozusagen out of the box, in die Fertigung eingeführt zu werden. Und zudem sind die Mitarbeiter jetzt darauf sensibilisiert, dass das Stichwort Industrie 4.0 oder IoT ist in aller Munde. Von daher sind da die Hürden reduziert worden. Daher bin ich der Meinung, man sollte jetzt genau mit der Einführung von solchen Technologien anfangen. Hürden meiner Meinung nach sind, dass den Firmen aktuell die Ressourcen fehlen, diese Technologieeinführung anzustoßen. Zudem fehlt das Wissen, was ist denn das richtige IoT-Device für mich? Wearables, was brauche ich wirklich? Nicht nur, also was nützt mir wirklich was? Und das dritte Hindernis könnte sein, dass die Mitarbeiterskepsis einfach noch zu hoch ist. Genau. Also meine Empfehlung, um Sicherheitsbedenken zu überwinden, ist für mich die offene Kommunikation und das Thema transparent anzusprechen. Einmal mit Hinblick auf den Daten des Werkers, was passiert mit meinen Daten, wo liegen meine Daten, wer hat sie, aber auch der Unternehmer stellt die gleichen Fragestellungen, was passiert mit meinen Bauplänen, was passiert mit meinen Produktdaten. Dort sollte man auf Expertenwissen zurückgreifen, um die richtige Konstruktion der Datenstrukturen zu etablieren.